Willkommen bei Pearl TV. Sommerzeit ist Reisezeit. Und Reisezeit ist meistens die Zeit, die man dann endlich damit verbringt, mal wieder ein richtig gutes Buch zu lesen. Und da Lesen nicht nur mit den Augen geht, sondern auch mit den Ohren, nämlich in Form eines Hörbuches. Und das ist dann um Längen entspannter, denn so können Sie zum Beispiel bei der Autofahrt oder im Flieger oder am Pool, egal wo Sie sind, Sie können sich Ihre Geschichte erzählen lassen. Und das ist eben genau das Schöne. Sie brauchen kein Buch mehr. Sie brauchen einfach nur noch Ihre Fantasie und Sie müssen zuhören. Und wir haben für Sie ein Paket an Hörbüchern jetzt geschnürt, die wirklich einzigartig sind. Zum Beispiel, und da sehen Sie es, die Tatarin und die Autorin, die da genannt ist da oben, die werden Sie gleich kennen. Da werden Sie gleich sagen, ach Mensch, nein, das ist die, denn das ist eigentlich ein Autorenteam. Dann sehen Sie Magma. Magma ist richtig spannend, dazu kommen wir gleich. Aber wir beginnen eben genau mit diesem Buch, denn das ist richtig, was Sie da sehen. Ja, Schokolade. Kennen Sie, war im Kino, war ein Weltbestseller und das, was Sie da sehen, ist Juliette Binoche und das andere ist Johnny Depp. War einer der absoluten, wirklich Kino-Highlights damals vor einiger Zeit. Jetzt für Sie als Hörbuch, als CD-Set. Ganz einfach, wir haben hier für Sie Hörbücher, gesprochen von wirklich tollen Stimmen. Einige davon kennen Sie aus Werbung, aus Synchroneinsätzen im Kino und so weiter und so fort. Und diese Stimmen sind wirklich nichts anderes als Ihr Schlüssel zur Fantasie. Sie hören zu und Sie genießen einfach die Geschichte. Egal, ob Sie jetzt beim Sport sich die Zeit nehmen und sich eine schöne Geschichte anhören wollen oder im Urlaub, beim Reisen, egal wo. Sie können ganz einfach sich diese Geschichte erzählen lassen. Und Schokolade ist eine wirklich wunderschöne Geschichte, denn es geht um eine junge Dame, die mit ihren selbstgemachten Pralines und Schokoladenkreationen die Menschen verzaubert. In einem kleinen französischen Städtchen, in dem sie sich niederlässt, gewinnt sie rasch den Zugang zu allen Herzen, mit einer Ausnahme. Pater Renaud erklärt ihr, dass er um ihr Seelenheil besorgt sei und vor allem um das Seelenheil der Gemeinde. Den Krieg, all das bricht plötzlich auf sie ein. Und eben dieser Film, diese Geschichte, ist sowas von emotional, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und da wurde eben bei der Vertonung, bei eben der Inszenierung dieser Geschichte auf eine wirklich tolle Stimme zurückgegriffen. Und das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen, wie toll das klingt, damit Sie sich sozusagen mal mit dieser Hörprobe, mit der Stimme einfach sich mal ganz kurz in die Geschichte eintauchen lassen, damit Sie sich vorstellen können, wie toll das klingt. So. Ich begreife nicht, warum sie mich so irritiert. Mir ist klar, was sie ist. Neulich bin ich bei ihr gewesen, um mit ihr über die sonntäglichen Öffnungszeiten zu reden. Diesmal habe ich sie deutlicher gesehen. Langes, schwarzes Haar zu einem Knoten geschlungen. Augen so dunkel, dass sie keine Pupillen zu haben scheinen. Ihre Brauen sind vollkommen gerade, was ihr eine gewisse Strenge verleiht, die jedoch von den spöttisch geschwungenen Lippen Lügen gestraft wird. Breite, kräftige Hände, kurzgeschnittene Fingernägel. Obwohl sie sich nicht schminkt, hat ihr Gesicht etwas Unziemliches. Vielleicht ist es die direkte Art, mit der sie einen ansieht, der ironische Zug um ihre Mundwinkel. Kennen Sie die Stimme? Ist zum Beispiel die Synchronstimme von Nastassja Kinski. Und das ist eben genau der Oberknaller. Wir reden hier von 4 CDs, 324 Minuten Laufzeit, unter 5 Euro, jetzt für Sie hier möglich gemacht. Einfach, weil der Sommer vor der Tür steht. Und wenn Sie zum Beispiel mal lange mit dem Auto unterwegs sind, und Sie sind alleine unterwegs. So sind Sie nicht alleine unterwegs. Sie haben wirklich die perfekte Form der Unterhaltung. Sie werden viel entspannter reisen, Sie werden viel entspannter Auto fahren und Sie werden wirklich hier in eine Welt eintauchen, die einzigartig ist. Der Film damals war ein absoluter Blockbuster, ein Kassenschlager, denn die Geschichte ist großartig, die Geschichte ist toll und hier wird Ihnen diese Geschichte eben so wunderschön erzählt. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz das Thema wechseln, und das wird ein richtig harter Bruch, denn jetzt geht's von Romantik, von einer wirklich tollen Verfilmung zum Beispiel mit Juliette Binoche und Johnny Depp, geht es weg zu Magma. Und Magma ist richtig spannend. Ich habe die Geschichte wirklich verschlungen, denn hier haben wir eine Geschichte, die sie ganz, ganz, ganz wirklich mitnimmt und die sie so in den Bann ziehen wird, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist so spannend und das Ganze von der ersten bis zur letzten Minute. Und hier haben wir sogar 6 CDs, 462 Minuten. Und die Geschichte ist einfach wirklich toll. Ein verschwundener Forscher, mysteriöse Gebilde aus Stein, ein Zeichen am Himmel.
Die Geologin Ella Jordan steht vor einem Rätsel. Als sie sich nun zum tiefsten Punkt der Erde hinunterwagt, scheinen die zusammenhanglosen Ereignisse einen schrecklichen Sinn zu ergeben. Aus dem Marianengraben dringen Signale an die Oberfläche, die viel zu regelmäßig sind, um natürlichen Ursprungs zu sein. Plötzlich werden neue Signale empfangen. Zuerst aus der Region des Nordkaps, dann aus Australien bis hinunter zur Antarktis. Der Countdown läuft. Und eben dieser Countdown wird sie von der ersten bis zur letzten Minute fesseln. Wer spannende Literatur mag, wer spannende Filme mag, wer wirklich sich mal fantastischen Geschichten aussetzen möchte, der ist hier genau auf der richtigen Seite. Und Johannes Sterk, so heißt der Autor, so heißt der Sprecher, der setzt wirklich genau das um, was der Autor eigentlich mit Ihnen, wenn Sie es selber lesen würde, auch macht. Es ist eine Geschichte, die wirklich in jedem Moment Sie komplett in den Bann zieht. Und wie toll die Stimme eben von Herrn Steck klingt, das zeigen wir Ihnen jetzt mal. Und das ist wirklich großartig. Meine Herren, darf ich Ihre Unterhaltung kurz stören und Sie mit Mrs. Jordan bekannt machen? Begrüßte der Admiral die beiden Wissenschaftler. Mr. Esteban kennen Sie ja bereits aus Washington. Dies ist Professor Konrad Martin von der Geologischen Fakultät der Universität Bern. Ella schüttelte Estebans Hand, während sie ein freundliches Zwinkern in seinen Augen zu bemerken glaubte. Im Vergleich dazu war Martins Blick von stählerner Härte. »Freut mich«, sagte er, doch seine Stimme war kalt und abweisend. »Sind Sie schon länger hier, Mr. Martin?« versuchte Ella, ein Gespräch in Gang zu bringen. Wann ist Ihre Maschine eingetroffen? Vergangene Nacht. Hören Sie das? Martins Mitteilungsbedürfnis schien er. Hören Sie das? Diese Stimme, die kennen Sie. Das ist eine der begehrtesten Synchronstimmen. Und diese Stimme liest Ihnen jetzt über 400 Minuten vor und nimmt Sie mit auf eine Reise, die wirklich einzigartig ist. Was wird mit der Welt passieren? Wie geht die Geschichte aus? Das ist eben eins dieser Bücher, wo ich sage, es ist ein Muss, das muss man eigentlich wirklich gehört haben. Unter 10 Euro für dieses Meisterwerk und den Autor kennen Sie, das ist richtig toll. Lassen Sie sich einfach mal entführen, gönnen Sie sich mal was. Das ist ein Hörbuch, wo ich sage, ich habe es von der ersten bis zur letzten Minute genossen. Ich habe sogar fast meinen Umsteigebahnhof verpasst, weil es einfach wirklich so spannend ist, dass Sie in dieser Geschichte so tief eintauchen, dass Sie wirklich bis zum bitteren Ende durchhalten wollen und das Ganze am liebsten in einem Stück. Das war jetzt ein bisschen so mehr, ich sag mal so, Männerliteratur. Und jetzt kommen wir zu einem, meiner Meinung nach, in unserer Hörbuchreihe, einem absoluten Knaller. Die Tatarin. Und hier oben sehen Sie den Namen Ini Lorenz. Und Ini Lorenz ist nicht irgendjemand, sondern Ini Lorenz ist ein Pseudonym, hinter dem sich ein Autorenpaar versteckt. Dieses Autorenpaar hat bereits zahlreiche historische Romane geschrieben. Und einen davon, da werden Sie jetzt sagen, Moment mal, kenne ich doch. Genau, Die Wanderhure ist auch eben von diesem Autorenpaar. Und das kennen Sie, war bei Sat.1 ein wirklich großer Filmerfolg. Und das war so, ja, ich sag mal so, der Neustart für historische Geschichten im Film und auch in der Literatur. Und hier haben wir jetzt diese tolle Geschichte. Also aus der Feder von denen, die sich auch die Wanderhure haben einfallen lassen, gibt es jetzt die Tatarin. Und das ist eine Geschichte, die wird Sie wirklich mitnehmen. Es geht ganz einfach darum, dass eine junge Dame, ja, eigentlich müsste ein Bruder von ihr als Geisel geschickt werden, als Opfer. Aber nein, sie hat keine Brüder mehr. Der Jüngste ist zu klein und der Große ist schon verstorben. Insofern wird sie als Mann verkleidet. Und diese Geschichte, die Sandra Maria Schöner für sie liest, die ist einzigartig. Die nimmt sie wirklich mit. Das ist, sie wirklich merken diese Geschichte. Sie hören die Geschichte. Und es ist wirklich vom ersten bis zum letzten Moment einfach toll. Und diese Stimme kennen Sie natürlich auch und die zeigen wir Ihnen jetzt auch mal. Die sollten sich jetzt wirklich einfach mal ganz kurz anhören und sagen, wow, die kenne ich doch. Und die kann Ihnen dann genau dieses Buch vorlesen. Hören Sie mal rein. Diese Aufgabe wurde normalerweise den jüngsten Kriegern übertragen. Und er wollte Shirin schon zurechtweisen. Doch als er sich ihr zuwandte und sah, wie sie hoch aufgerichtet und mit abweisend stolzer Miene im Sattel saß, war es ihm, als hätte ein Djinn sie tatsächlich in einen Jüngling verwandelt. Kizak versuchte, die abergläubische Furcht abzuschütteln, die ihn gepackt hatte, indem er sich daran erinnert, wie oft das Mädchen schon als Kind versucht hatte, es gleichaltrigen oder sogar einigen älteren Knaben gleichzutun. Damals hatte der ganze Stamm über die verrückte Tochter der Russin gespottet.
Doch ihm war nun nicht mehr zum Lachen zumute. Zum Glück war Shirin. Russland 1707, das ist das Jahr, in dem diese Geschichte spielt. Und wie eben das Leben sich für die junge Dame, die hier die Hauptrolle spielt, verändert. Es ist eine wirklich tolle Geschichte. Wir haben die Autoren, die beiden, die hinter diesem Pseudonym stecken, sich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite Gedanken gemacht und nehmen sie mit auf eine Exkursion in eben die Zeitgeschichte. Und dieses Gefühl, das können Sie sich gar nicht vorstellen, das ist so wunderschön erzählt. Das ist eine wirklich perfekt durchdachte Geschichte und die sollten Sie sich jetzt einfach mal gönnen. Unter 7 € für dieses tolle Hörbuch, für dieses wirklich perfekt meiner Meinung nach inszenierte Hörbuch mit einer Laufzeit von 428 Minuten. Für lange Autofahrten ideal, denn diese Stimme nimmt Sie mit. Und diese Stimme wird Ihnen einen wirklich schönen Moment bereiten. Unter 7 € ist jetzt ein Preis, wo ich sage, bitte gönnen Sie sich mal was. 0180 51 51, dreimal die 2, ist die Nummer unseres Callcenters. Und da können Sie jetzt anrufen. Und dann können diese Hörbücher alle bei Ihnen sein, innerhalb von 48 Stunden. Denn so lange brauchen wir maximal, das ist unser Versprechen. Und mein Versprechen an Sie ist, dass dieses Hörbuch Relictum wirklich ein absoluter Oberknaller ist, der Ihnen so schöne Stunden bereiten wird, das können Sie gar nicht vorstellen. Der Sprecher ist derselbe, den haben wir eben schon gehört, das ist Herr Steck, deswegen brauchen wir jetzt nicht nochmal reinzuhören, aber ich kann Ihnen eine Sache sagen. Wenn Sie Illuminati mochten, wenn Sie den Film zum Beispiel mit Tom Hanks verschlungen haben, wenn Sie die Bücher gelesen haben von Dan Brown, dann werden Sie mit diesem Hörbuch sowas von auf der richtigen Seite sein. Mich hat das, was ich hier gehört habe, sehr, sehr stark an eben diese Geschichtsstruktur erinnert. Sie ist wirklich vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt auf der letzten Seite. Eine Geschichte, die so spannend ist und die sich einfach mit der Zeitgeschichte auseinandersetzt. Es geht nämlich darum, dass ein Söldnertrupp stürmt den Felsendom in Jerusalem und raubt aus einer verborgenen Grabkammer eine antike Reliquie. Ein Ossarium, das die Gebeine eines unbekannten Toten enthält. Auftraggeber ist der römische Kardinal Santelli, dem ein geheimnisumwittertes Manuskript aus dem 1. Jahrhundert in die Hände gespielt wurde. Dort finden sich Hinweise darauf, dass diese Grabkiste die sterblichen Überreste Jesu Christi enthalten könnte. Und Santelli will mit allen Mitteln verhindern, dass die heilige Lehre von der Auferstehung Christi widerlegt wird. Sie merken schon, das ist genau dieselbe Richtung, in der auch Dan Brown zum Beispiel mit Illuminati gearbeitet hat. Und das ist eben wirklich spannend, von der ersten bis zur letzten Minute. Und das sollten Sie sich jetzt einfach auch mal gönnen. Denn das ist eine Geschichte, da tauchen Sie richtig ein. Da wollen Sie gar nicht wieder raus. Und das ist einfach das Schöne an Hörbüchern. Wir können natürlich auch da noch mal reinhören, damit Sie auch hier hören, wie Herr Steck diese Geschichte inszeniert, beziehungsweise wie er diese Inszenierung vorträgt. Und da hören wir jetzt einfach noch mal ganz schnell rein. Salvatore Conte stellte die Motive seiner Auftraggeber nie in Frage. Aber heute war das anders. Die 8 Männer gingen durch die uralten Straßen. Sie waren ganz in Schwarz, alle mit leichten Heckler- und Koch XM8-Karabinern mit 100-Schuss-Magazin und Granatwerfern ausgestattet. Leise bewegten sie sich mit ihren leichten Stiefeln über das Kopfsteinpflaster. Jeder behielt seine Umgebung mit dem Nachtsichtgerät im Blick. Mit einem plötzlichen Heben der Hand, damit die Männer stehen blieben, lief Conte voraus. Die Männer waren separat aus verschiedenen europäischen Ländern. Sie hören's, oder? Sie hören es wirklich, das ist perfekt umgesetzte Unterhaltung. Da tauchen Sie richtig ein und gucken Sie mal, hier reden wir von 6 CDs, auch wieder über 400 Minuten Unterhaltung pur und das für unter 10 €. Jetzt liegt's an Ihnen. Möchten Sie Schokolade, möchten Sie Magma, möchten Sie die Tartaren oder möchten Sie Relictum? Oder machen Sie es ganz einfach, bestellen Sie am besten alle 4. Denn hier haben Sie dann eine große Auswahl an Geschichten, von Romantik bis hin zu wirklich packendem Thriller. Alles ist jetzt für Sie hier zusammengestellt worden und jetzt liegt es an Ihnen. 0180 51 51 dreimal die 2, das ist die Nummer des Callcenters. Diese Preise, die wir jetzt für Sie möglich gemacht haben, die gelten jetzt. Knapp 2 Stunden. Dann gibt es den TV-Sonderpreis nicht mehr. Deswegen lassen Sie sich jetzt nicht zu viel Zeit, gönnen Sie sich mal was und denken Sie einfach an die nächste lange Autofahrt oder den nächsten Urlaub und denken Sie einfach an den Moment, wo Sie sich wirklich entspannt unterhalten lassen können. Und das können Sie jetzt. Also rufen Sie jetzt an und ja, haben Sie vor allem dann viel Spaß damit und den werden Sie haben, garantiert.